Hallo, liebe Freunde. Ich bin es wieder. Euer Klaus Werner. Und ich muss gerade mal einen kleinen Moment. Ich muss mal gerade hier mein Advisor anschließen. Sonst haben wir hier gleich tote Hose am Stromkanal. Ne? Ja, wir sind wieder da. Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück. Ja, und, so ist das. Wir schauen uns direkt mal den Auftrag in den Auftragsangebot in den Frachtmarkt ein bisschen sondieren, was wir heute so schönes machen. Ich warte ja schon länger auf eine Tour zurück nach Good Old Germania. Na, leider klappt das nicht so wirklich. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die wollen mich da nicht mehr. So. Ja, war gerade den Klaus-Werner-Modus aufgeschaltet. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator. Nummer 2. Wir schauen heute mal, dass wir es vielleicht schaffen, mal zurück nach Good Old Germany zu kommen. Wir sind im Moment in Southampton. Aber vom Southampton aus würde ich gerne zurück nach Germany. Aber es gibt nichts in Germany. Jetzt könnten wir zurück nach London düsen, da waren wir aber kürzlich erst. Wir könnten nach Plymouth fahren. Da waren wir noch nicht. Das würde sich jetzt anbieten, weil wie gesagt, wir waren da noch nicht. Birmingham waren wir, glaube ich, schon. Nein, Birmingham waren wir auch noch nicht. Wo ist denn Birmingham? Hier ist Birmingham. Dover gibt's nix. Felix Towie. Das ist da an der Grenze. Vielleicht fahren wir dahin. Das hat nämlich den Hintergrund, dass wir vielleicht, wenn wir dann da einmal an der Grenze sind, tatsächlich dann auch einen Auftrag kriegen, zurück nach Germany. Wie geil wäre das denn? Wäre doch der Hammer, oder? Würde ich mich schon mega drüber freuen. An den Linksverkehr habe ich mich aber mittlerweile echt gewöhnt. Das klappt schon ganz gut. Ein bisschen langsam tun hier, ne? Man kann ja hier nicht durch die Gegend pesen, als wäre man hier bei GTA. So schön blinken beim Rausfahren, so läuft das doch hier. So, pass auf, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, da vorne müssen wir rein, ne? Also hier. Wobei, warte mal, ich glaube, lass den mal fahren. Ich muss. Ach, das hat nicht offen da, oder was? Naja, fahren wir erstmal hier rein, scheiß drauf. Oh, oh. Boah. Millimeterarbeit. Wie mit Klaus Werners Penis. So, wir fahren heute leere Paletten. Und zwar von Southampton nach Felix Towie. Mit unserer wunderschönen LKWchen. Jawohl. Der Auflieger steht bereit. Ja, dann düsen wir da, glaube ich, mal doch hin und holen uns einen schönen Auflieger da vorne, nicht? Da machen wir gar nicht lange rum. Wo steht er denn? Das ist er, wa? Dann fahren wir gleich rückwärts dran hier, damit wir gar nicht groß irgendwie Probleme kriegen. Nein, rum. Ah, ich hab falsch gedrückt. Scheiße, Mann. Okay, ein bisschen vor. Wie lange liegt das Sandwich eigentlich schon da? Reicht nicht, ne? Na, ich bin so schlecht im Rückwärtsfahren, ey. Das ist krass. Ich krieg das einfach nicht geschissen. So, jetzt einfach Lenkrad gerade. Ist gerade, ne? Mal zurück. Geht doch, Tobi. Noch ein Stück zurück. Hä? Ach, das ist. Ach, Alter. Ey, das ist doch nicht wahr, oder? Jetzt mal, wie beschissen kann man eigentlich drauf sein? Manchmal würde ich mich gern selbst steinigen. Siehst du, bei dem Auflieger klappt's auch hoch, ohne Probleme. Warum nehme ich denn nicht gleich den? So, wie soll ich jetzt hier rumkommen? Müssten wir eigentlich schaffen, ne? Ja, doch. Schaffen wir. So. Okay, wir müssen da hinten raus. Das heißt, einmal hier durchgepäst. So. Sehr nice. Also. Ich wollte mit euch über eine Thema quatschen, das ich mir neu rausgesucht habe. Und das machen wir auch direkt dann einfach mal. Wo will der Autotransporter da hin? Hier lang. Moin! Okay, können wir fahren? Wir fahren einfach. Ja komm, Junge, gib Stoff. Hallo! Was geht in deinem Leben, Mann? Du hältst den ganzen Verkehr auf. Was machst du? Ach so, du siehst, dass ich hier langfahren will und scheiß doch der Hund drauf, oder was? Glaube ich ja jetzt wohl nicht, ey. Voll krass. Fährt einfach von vorbei. Ist scheißegal, ne? Kann man mal machen. YOLO Thug Life, ey. Ist nur ein LKW. So, also, wir quatschen heute über das Thema
Bundesliga, im Allgemeinen Fußball und Nationalmannschaft und so und was gerade so in der Welt des Fußballs abgeht, habe ich mir gedacht. Heute machen wir mal eine schöne Fußballfolge, weil das passt gut zusammen, denn wir sind im Moment noch in England unterwegs und viele wissen ja gar nicht, dass England tatsächlich die Erfinder des Fußballs sind. Ne? Und deshalb dachte ich mir, ist das doch eine super Sache, wenn wir jetzt eh noch in England unterwegs sind oder in Großbritannien, können wir doch mal ein bisschen drüber schnacken. Wo fangen wir denn mal an? Fangen wir mal an mit einem der heißesten Themen gerade aktuell. Es ist der Trainerwechsel des Jahres. Stefan Effenberg übernimmt Paderborn. Jetzt haben wahrscheinlich viele mit Jürgen Klopp gerechnet, aber nein, es ist tatsächlich Stefan Effenberg. Nein, Butter bei der Fische. Also, Jürgen Klopp übernimmt den FC Liverpool nach grandiosen Jahren bei Borussia Dortmund. Jetzt natürlich die große Frage. Was kann er bei Liverpool anrichten? Was kann er bei Liverpool schaffen? Was kann er mit den Reds in der Premier League noch schaffen? Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich kann das absolut gar nicht einschätzen. Liverpool ist von der Vereinsstruktur und Tradition her so ein kleines Borussia Dortmund. Das auf jeden Fall. Aber ich habe absolut keinen Plan. Was? Speicher fast voll. Was geht mit meinem iPad? Naja. Ich kann absolut nicht einschätzen, ob Jürgen Klopp da reinpasst oder nicht. Es ist eine andere Nationalität. Es ist ein anderes Land. Es ist eine andere Liga. Aber ich glaube, es gibt für Jürgen Klopp nur eins. Entweder der rockt die Bude in England oder der schneller wieder raus, wie er nur gucken kann. Also eins von beidem. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Wir fahren hier übrigens gerade mit 60 Sachen um die Kurve. Ich glaube, das ist vielleicht nicht so geil. Ich sollte mal ein bisschen abbremsen. Wir sehen nämlich auch nicht, was hinter der Kurve kommt. Jetzt können wir Gas geben. Jetzt kommt nichts. Also wie gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er kackt vollkommen ab und du hörst relativ schnell nichts mehr von ihm. Oder er hat richtig großartige Erfolge mit dem FC Liverpool und haut da einen Sieg nach dem anderen raus und kann vielleicht nach so vielen Jahren der Meisterschaftslosigkeit endlich mal wieder den Ligatitel in der Premier League holen. Das würde mich natürlich für Jürgen Klopp freuen. Es gibt keinen, dem ich es mehr gönne. Ja. Das sage ich ganz ehrlich. Ansonsten, ich weiß, also wie gesagt, ich kann es schwer einschätzen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Und vor allem, was ihr da so im Allgemeinen von haltet. Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool in England in der Premier League. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf sein Debüt. Gibt es ja jetzt am Wochenende das erste Spiel als Trainer des FC Liverpool. Es gibt ja schon zwei Verletzungen, sogar zwei Kreuzbandrisse. Das ist natürlich richtig scheiße. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Jürgen Klopp als Manager, als neuer Coach vom traditionsreichen Club FC Liverpool. Würde mich interessieren. Ja, und dann, wie gesagt, das andere Thema, Trainerthema war noch gewesen. Stefan Effenberg übernimmt den SC Paderborn. Da ganz kurz dazu gesagt, ich persönlich freue mich drüber und ich persönlich finde es super, dass es endlich mal einen Verein gibt, der dieser Bayern-Generation, Effenberg, Matthäus und Co. endlich mal eine Chance gibt. Ich finde es auch, ich persönlich meine, man hätte auch einem Lothar Matthäus längst mal die Chance geben müssen, sich auf deutschem Trainerboden zu beweisen. Und wenn es nur ein Zweitligaverein ist. Aber ich finde, Lothar Matthäus hätte es wirklich mal verdient, Trainer von einer deutschen Mannschaft zu werden. Weil ich glaube, Matthäus und Effenberg, das sind zwei richtig gute Trainer. Ich glaube, von denen kannst du eine Menge lernen. So. Huch. Also, das zu den zwei Themen. Effenberg, wie gesagt, ich freue mich, dass er endlich eine Chance bekommen hat und dass er jetzt Zweitligatrainer vom SC Paderborn ist. Finde ich gut. Okay. Das zu diesen zwei Themen. Kommen wir im Allgemeinen mal zur zweiten Liga. Und weil ich sagen muss, bei der zweiten Liga, ich habe die jetzt absolut überhaupt gar nicht verfolgt bis hierhin. Letztes Jahr habe ich es halt mitgekriegt, weil Darmstadt 98 da im Aufstiegsrennen war und Kaiserslautern es ganz knapp verschissen hat. Und Karlsruhe war Dritter und hat ja dann gegen den HSV in der Relegation verloren und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, wenn der zweite Liga im Moment ganz oben ist. Ich glaube aber zu wissen, dass VfL Bochum sehr, sehr weit oben dabei ist mit Gerd-Jan Verbeek, mit dem Ex-Nürnberg-Coach. Die sind relativ weit oben dabei, wenn die nicht sogar Erster sind. Ich bin mir nicht sicher, aber ich fände es hammergeil, wenn Bochum wieder in der ersten Liga wäre. Das wäre richtig nice und wäre einfach nur der dicke, fette Mittelfinger gegen diese Mannschaften wie RB Leipzig, die mit aller Kraft versuchen,
Zweitligameister zu werden und aufzusteigen. Und dann kommt der VfL Bochum mit Gert-Jan Verbeek und macht das einfach mal easy-weasy, weißt du? So, ich muss mal gerade hier, sobald das weiße Auto vorbei ist, rüber switchen. Mal ganz ehrlich, wir müssen mal ein bisschen Gas geben da. Was ist das denn? Gib mal ein bisschen Stoff da vorne, ey. Haut meine Pedale rein. Was? Ach so. Okay. Das ist okay. Also wie gesagt, Zweitliga, ich hoffe natürlich, ich würde es mir so wünschen für Bochum, dass sie aufsteigen. Das wäre so mega geil. Das würde ich hart feiern. Ansonsten zweite Liga weiß ich leider nicht so, was wirklich abgeht, weil ich die zweite Liga eher selten verfolge, weil das Uhrzeiten sind. Da nehme ich meistens noch auf oder mache irgendwas anderes, bevor dann halt eben die Eintracht spielt um 15:30. Da kriege ich es leider halt kaum mit. Aber so ein Freitagabend oder halt eben Montagabendspiel gucke ich mir in der ersten, zweiten Liga dann doch schon ab und zu ganz gerne an. Bis hierhin aber leider dieses Jahr oder diese Saison noch nicht vorgekommen. Jetzt kann ich wieder die Spur wechseln, alles klar. So, dann kommen wir nun also zur Bundesliga. Ach ja, die Bundesliga. Alter, wir fangen ja mit 96 Sachen hier lang. Okay, 93, 92, 91, 90, 80. Kommen wir, wie gesagt, zur Bundesliga. Und da gibt es ja eigentlich immer nur ein Thema. Wann sind die Bayern Meister? Schaffen sie es diesmal schon am 24. Spieltag Meister zu werden? Oh, ich muss hier bleiben, sehe ich gerade. Das heißt, wir switchen mal kurz die Spur. Ja, also schafft es der FC Bayern diesmal vielleicht tatsächlich schon am 24. Spieltag Meister zu werden? Auf welcher Position landet Dortmund? Und wer verkackt es diesmal in Leverkusen? Ja, und wer steigt ab? Wobei es unten meistens spannender ist wie oben, weil oben ist es sowieso immer der FC Bayern, nachdem sie ja Dortmund jetzt endlich totgekauft haben und da jetzt mittlerweile gar keiner mehr ist, außer vielleicht Aubameyang und Reus. Das sind noch zwei Spieler, vielleicht muss ich den Ollen, vielleicht rufe ich den Ollen Karl-Heinz Rummenigge mal an, ich bin ja ziemlich dicke mit dem und sag mal hier, pass mal auf, Reus und Aubameyang, guck dir die mal genauer an, das reimt sich sogar, und kauf dir die mal, Dortmund wird stärker. Nein, Quatsch, ist nur ein Spaß. Also ich sag's ganz ehrlich, ich halte von diesem ganzen Bayern-Gebäsche ehrlich gesagt nix. Ja. Deutschland ist immer der größte, Deutschland, ja. Bayern München ist immer der größte deutsche Verein und es ist ein Traum eines jeden Spielers, der in der Bundesliga spielt, mal beim FC Bayern zu spielen. Außer du spielst jetzt bei 1860 München und hasst Bayern wie die Pest, aber du weißt, was ich meine. Und da finde ich es schade, dass man Spielern wie zum Beispiel Lewandowski, der ja bei Bayern verdammt unfassbar krassen, verdammt geilen Fußball spielt, also der wirklich, das habe ich noch nie gesehen, ja. Das habe ich wirklich noch nie gesehen von einem Spieler, dass der so krass abgeht. Also richtig übel. Und muss ich wirklich sagen, das war ein Wechsel, da sage ich ganz ehrlich, da wäre der FC Bayern doch dumm gewesen, wenn er gesagt hätte, okay, die Bundesliga ist dann nicht mehr so wirklich spannend, wenn wir den besten Torschützen des Jahrhunderts mal nicht kaufen, deshalb stecken wir es zurück, nur damit Borussia Dortmund weiterhin eine Chance gegen die Bayern hat. Es ist ja nicht so, dass diese ganzen Spieler für Umme kommen. Ich weiß jetzt bei Lewandowski gerade nicht mehr, ich glaube, eine Ablöse hat Bayern nicht bezahlt, weil er war kostenlos, also Vertragsende, beziehungsweise eben ablösefrei. Oh, Services. Wollen wir da mal... Ne, das geht noch. Passt schon. Schlafen müssten wir vielleicht bald mal, das geht auch noch. So, der hinter mir könnte jetzt mal ein bisschen Gummi geben, weil, oder wobei, da kommt keine Abfahrt erstmal. Muss ich halt wirklich sagen, warum soll der FC Bayern da wirklich zurückstecken? Lewandowski ist ein krasser Spieler. Was ich nicht verstehen kann, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt drüber, ist, dass der FC Bayern München sagt, wir holen einen Mario Götze und dann spielt er nie. Aber dieser Spieler hat Potenzial. Das siehst du fast in jedem Länderspiel, wenn Mario Götze auf dem Feld steht und dem Team von Jogi Löw spielt, ist Götze einer der wichtigsten Bausteine in der Offensive von Jogi Löw. Jetzt frage ich mich, woran liegt das jetzt? Liegt das jetzt am FC Bayern, dass sie den Spieler vielleicht nicht ordentlich in die Mannschaft einbauen, dass er wirklich nur so eine Art Joker ist, der halt reinkommt und, ja, mach mal. Ja, wobei ich sagen muss, immer wenn er bei Bayern reinkommt, schießt er seine Tore. Ja. Oder liegt es vielleicht tatsächlich einfach am Umfeld, dass er sich in der Nationalmannschaft einfach wohler fühlt oder dass er sagt, bei Bayern verdiene ich meine Brötchen, da verdiene ich ordentlich Geld, bei der Nationalmannschaft, ja, da glänze ich halt mal ein bisschen, weil da schaut ganz Deutschland auf mich. Das ist halt immer so die Frage, wo ich mir dann denke, so,
Hoppala. Woran liegt's denn, lieber Herr Götze? Das ist halt unglaublich schade, weil Götze halt wirklich eines der größten deutschen Talente ist, / war, und er hat dieses WM-Tor geschossen. Und es wäre doch einfach schade, wenn so ein Talent im Grunde genommen verheizt wird, oder so ein guter Spieler, von dem ein Guardiola noch gesagt hat, er wäre der neue Messi. Oder einer wie Messi, oder er wird mal einer wie Messi, aber das hat ja Guardiola schon, was weiß ich, über wen schon alles gesagt. Schweinsteiger ist mittlerweile in England bei Manchester. Arrivederci. Dante ist irgendwie nach Wolfsburg gewechselt, also da muss ich mich dann auch fragen, sag mal, lieber Pep, was machst du da? Was soll das? Aber gut, wir waren gerade bei der Nationalmannschaft gewesen, da können wir auch gerne mal noch ein bisschen drüber quatschen. Nationalmannschaft muss ich sagen, ich bin persönlich mehr so der Vereinsfußballtyp. Ich finde einfach Bundesliga, das Produkt Bundesliga an sich einfach spannender als jetzt ein Spiel von die Mannschaft. Also ein Spiel von der Nationalmannschaft mit Jogi Löw und so. Gucke ich ganz gerne, aber wenn es dann das nächste Freundschaftsspiel gibt, inmitten der Saison, wo die Spieler sich gerade mit ihren Vereinen so ein bisschen zurechtgefunden haben und dann gastiert die deutsche Nationalmannschaft bei den Färöerinseln zum Freundschaftsspiel XY, weil, wegen, warum auch immer, da muss ich sagen, ist mir das persönlich too much. Ja, das sage ich ganz ehrlich. An sich finde ich Nationalmannschaft immer relativ cool und relativ spannend, aber ich persönlich gucke dann doch lieber den Vereinsfußball, so wie man den kennt. Was dann natürlich nichts daran ändert, dass ich bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften natürlich mit Fieber und mir fast in die Hose scheiße. Ja, vor Aufregung. Also, da bin ich schon dabei. Was mich außerdem ebenfalls ein bisschen ankotzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses deutsche Meckerverhalten im Punkto Nationalmannschaft. Also das heißt, dieses ständige, oh, wir haben 1-0 gegen Irland verloren. Ist das eines Weltmeisters würdig? Meine Fresse, die hatten halt mal einen scheiß Tag gehabt, das kann passieren. Dann verlierst du auch gegen Irland mal 1-0. Die deutsche Mannschaft war ja gut drauf, die deutsche Mannschaft hat ja super gespielt. Eigentlich. Hat eben die Chancen nicht genutzt. Okay. Das kann mal passieren. Und es kann auch mal passieren, dass die mal einen scheiß Tag hatten. Ja, überleg mal, die müssen am Samstag müssen die noch das System von Bayern, Dortmund, Schalke und Co. spielen. Und am Donnerstag oder Freitag die Woche drauf müssen sie schon wieder das System Jogi Löw im Kopf haben. Und diese zwei Vereine und die Nationalmannschaft, die trainieren nicht alle gleich. Ja, und deshalb, und dann immer dieses, oh, ist das eines Weltmeisters würdig, blamiert in Irland, die Deutschen, die sind scheiße, die werden es nicht zur Europameisterschaft schaffen, obwohl wir einfach mal 4 Punkte Vorsprung noch hatten, ja, also, ich frage mich manchmal, was geht da im Kopf der Journalisten ab, wenn man so eine Scheiße schreibt, das ist doch Bullshit, das ist einfach nur gequollener Bullshit. Das verstehe ich nicht, dieses Rumgeheule und Rumgenörgel, wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht 7-0 gegen Argentinien im Finale gewinnt oder nicht 7-0 in der Quali gegen, was weiß ich, gegen wen haben wir denn gespielt überhaupt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Gegen Polen zum Beispiel. Wenn wir nicht 7-0 gegen Polen gewinnen. Ja. What the fuck? Es gibt keine leichten Mannschaften im Fußball mehr. Nee, selbst die Färöerinseln oder was weiß ich wer sind keine leichten Mannschaften mehr. Das war vor 2-3 Jahren noch, als wir den ganzen Mannschaften 2-3 Jahre voraus waren. Aber mittlerweile haben die sich, die sind auch nicht blöd, die bleiben doch auch nicht stehen und sagen, ja, schieß uns ruhig mal ab mit 5-0. Das macht uns Spaß. Ja. Die wissen mittlerweile, oh, wenn die Deutschen kommen, da erinnern wir uns doch noch an was. Und die wollen zeigen, dass sie sich auch verbessert haben. Ist doch ganz klar. Und ich find's einfach nur so mega traurig, dass es immer Leute gibt, die sofort rumnörgeln. 90 Minuten, 45 Minuten lang machen die deutschen Fans in Irland richtig gute Stimmung. Konnten mit den Iren locker mithalten. Haben super angefeuert. Genial. Anpfiff der zweiten Halbzeit, erster Ballverlust und sofort wird gepfiffen. Es wird gepfiffen, als würden sie die Gegnermannschaft auspfeifen. Das ist nicht nur in deutschen, das ist nicht nur in Auswärtsstadien sozusagen so. Da sind sogar noch die richtigen Hardcore-Deutsch-Fans dabei sozusagen. Das ist auch tatsächlich in Heimstadien so und da ist es am schlimmsten. Ja. Spiel in Leipzig gegen Georgien. Wie oft da gepfiffen wurde, obwohl es noch 0-0 stande. Was geht mit den Leuten? Was geht mit denen? Was wollen die sehen? Immer diese Ansprüche, wir sind Deutsche, wir müssen 5-0 gewinnen. Und selbst dann ist noch nicht alles perfekt.
Das ist so... Das ist einfach so widerlich manchmal. Ey, das ist... Nee. Das ist mir fast schon zu blöd. Und das ist ein Grund mit, warum ich sage, Nationalmannschaft ist nicht wirklich meins. Weil mich das einfach aufregt. Das fuckt mich einfach nur so derbe ab, wenn wir ein echt von Grund auf gutes Spiel machen. Und dann ständig dieses Gepfeife, weil es eben noch nicht 5-6-0 steht. Oder selbst wenn die Deutschen nur 1-0 gewinnen, wird teilweise gepfiffen. Und das kann es einfach nicht sein. Das zeigt eben, dass die Leute nicht ins Stadion gehen, weil sie sich denken, oh, heute gemeinsam packen wir heute die Europameisterschaft-Qualifikation für Frankreich. Sondern die Leute gehen ins Stadion, weil sie sagen, wir wollen Unterhaltung. Hier ist Freitagabend, wir sind in Leipzig, wir wollen Unterhaltung. 4-0, 5-0. Und wenn die das nicht schaffen, dann werden sie ausgepuht. Das kann es nicht sein. Das sind für mich einfach nur Entertainment-geile Fans. Und die haben noch nie einen Verein irgendwie weitergebracht. Von daher sage ich persönlich, weißt du was, da gucke ich mir Vereinsfußball an, die Eintracht-Fans, wie sie halt eben drauf sind, die jubeln auch, wenn die Mannschaft 3-0 hinten liegt und feiern sich selbst. Das finde ich lustiger, wie die Mannschaft auspuhen, weil puhen kann jeder. Aber sich selbst feiern, obwohl es auf dem Platz gerade 3-0 für den Gegner steht, das ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Und das ist eben so das Ding, weißt du. Deswegen ist Nationalmannschaft nicht unbedingt was für mich. Aber muss ja auch nicht. Muss ja auch nicht, ne? Und ich denke, dass wir bei der Europameisterschaft wieder so gut abschließen werden, wie auch bei den anderen Turnieren zuvor. Und ich finde auch nicht, dass Jogi Löw der falsche Trainer ist. Ich finde es natürlich schade, dass Jogi Löw immer sehr viele Spieler aus Stuttgart oder Hoffenheim zu sich holt. Wo ich jetzt sagen muss, dass, naja, Hoffenheim und Stuttgart sind jetzt nicht unbedingt die Mannschaften, die da irgendwie groß ihre Erfolge feiern. Und ich kann es zum Beispiel auch nicht nachvollziehen, nichts gegen den 1. FC Köln. Warum er einen Hector auf der linken Verteidigerposition einem Bastian Oczipka vorzieht. Weil für mich ist Bastian Oczipka seit Jahren einfach ein Garant für sicheres Abwehrverhalten und sehr, sehr gute Flanken, ja, in den Strafraum. Kann ich nicht verstehen, aber gut, das ist halt seine Entscheidung. Das hat schon einen Grund und bis hierhin hat es ihm immer recht gegeben. Es hat nur ein Titel gefehlt zur Bestätigung und den gab es letztes Jahr. Deshalb verstehe ich diese elende Diskussion nicht, dass Jogi Löw der falsche Trainer ist. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wer soll's denn machen, wenn Jogi Löw mal nicht mehr ist? Kloppo ist erstmal raus. Der hat erstmal genug zu tun. Mit seinen Liverpoolern. Mit seinen Liverpoolern. Ja. Der ist erstmal weg. Wer soll's machen? Felix Magath? Nein. Lieber nicht. Wen haben wir denn noch? Keine Ahnung. Mir fällt auf Anhieb keiner ein. Thomas Tuchel ist in Dortmund. Ja. Breitenreiter ist auf Schalke. Also, mir fällt da so auf die Schnelle jetzt nichts ein. Oder niemand ein, der das übernehmen könnte. Was macht denn er da? War der eine Party oder was? Ich warte mal, bis die alle durchgepaced sind. Der Bus will bestimmt hier auch vorbei. Naja, dachte ich mir schon. So, lass er mich mal fahren hier, weil ich halte nämlich den ganzen Verkehr auf. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Dankeschön. So. Ja, und deshalb, Nationalmannschaft, da kannst du diskutieren, bis du schwarz wirst. Aber es ist mir zu blöd. Eine Mannschaft oder eine Diskussion über eine Mannschaft zu führen, die eigentlich verdammt erfolgreich ist und uns verdammt gut repräsentiert, sei das jetzt in Qualifikationen, in Freundschaftsspielen oder eben in wichtigen Turnieren wie EM oder WM. Das ist mir zu blöde. So, das mal auf den Punkt gebracht hier, der Klaus Werner hat Ahnung von Fußball, ne? Was soll ich noch sagen? Was haben wir denn noch hier? Worüber können wir denn noch quatschen? Ach ja, genau, Bundesliga-Abstieg-Meisterschaft. Also ich glaube, ich wurde ja gefragt, ob Darmstadt 98 den Klassenerhalt schafft. Soll ich euch mal ganz ehrlich was sagen? Ich glaube leider schon. Ich glaube leider schon, dass Darmstadt 98 das schaffen wird. Es freut mich ja. Es freut mich ja ungemein für die Jungs. Ja, das hört sich immer so an, Ich bin jetzt kein Darmstadt 98-Fan, aber ich sehe ja auch, was da passiert. Und ich muss wirklich sagen, Hut ab. Die machen das super. Die machen das verdammt super da auf dem Platz jede Woche und die kämpfen wirklich um jeden einzelnen Punkt und das ist schon krass. Also da wirklich großes Lob an Schuster und Co. Richtig nice, was die da so veranstalten. So, können wir hier, ach guck mal, wir können wieder Punkte verteilen. Warte mal. Fernfahrten. Sparsame Fahrweise, Just-in-Time-Lieferung. Wie wär's denn hiermit? Was ist das?
ätzende Stoffe, Substanzen, die organische Gewebe auflösen und bestimmte Metalle stark korrodieren lassen können. Beispiele dafür sind Schwefelsäure, Salzsäure. Nehmen wir. Geil, ey. Ja, nehmen wir, passt. Super. Hochwertige Fracht ist so wieder möglich. Ein bisschen mehr davon. Wir starten gerade nochmal kurz die Motoren. Es gibt nämlich noch ein paar Sekunden extra oben drauf heute. Wir müssen nämlich kurz dringendst in die Werkstatt, müssen den LKW mal checken lassen. Und wir müssen mal eine Runde pennen gehen. So, hier jedert nämlich Schlangen. So. Hier muss es irgendwo in die Werkstatt reingehen. Ja, wie gesagt, was soll ich noch sagen zum Abstieg, zum Thema Abstieg? Kann ich ehrlich gesagt nicht noch mehr sagen. Weil sich noch nicht so wirklich herauskristallisiert, wer dieses Jahr absteigen könnte. Der HSV wird es wohl scheinbar nicht. Die sind wohl aus dem Gröbsten raus. Also sie haben das mit Bruno Labbadia da wirklich super hinbekommen. Ein Kandidat für den Abstieg. Gladbach glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass Gladbach absteigen wird. Die haben sich eigentlich auch wieder einigermaßen gefangen. Mal gucken. Hannover 96 ist natürlich ein Kandidat. Ja, sag ich ganz ehrlich. Die haben mit Fronzek jetzt, finde ich, nicht unbedingt den Trainer geholt, um wieder an alte Stärken anknüpfen zu können. Werder Bremen hoffe ich einfach von Herzen nicht, dass das Werder Bremen irgendwie trifft. Ich denke, Ingolstadt ist eine Mannschaft, wo ich sage, das könnte wohl passieren. Ja, also ich denke, die wären auch nicht enttäuscht, wenn sie dann am Ende dann absteigen. Ich weiß es nicht. Aber keine Ahnung. Und Meister wird entweder Bayern oder Dortmund. Ich sag's ganz ehrlich, es wird Bayern werden. Einfach, weil die längere Ausdauer haben, weil sie mehr Spieler haben. Und weil sie, denke ich, halt am Ende dann einfach doch die Qualität einen Ticken besser haben als Dortmund. Das hat man ja leider auch dann im direkten Aufeinandertreffen gesehen. So, das war so meine kleine Bundesliga-Prognose und Nationalmannschaft und Bundesliga-Talk. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr zu den ganzen Themen auch eure Meinung in die Kommentare schreibt. Die interessiert mich fromm und intensivst. Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier beim Eurotruck Simulator 2. Kommentar bzw. Themenvorschläge sind gerne in den Kommentaren gesehen, außer politischen Kram. Den haben wir abgehakt. Und wir hören und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ne, Freunde? Bis dahin, ciao, ciao.